Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über das Emotional Aromatherapy Set von doTERRA. Es geht heute um Emotionsöle, wie der Name schon sagt. Und ich möchte euch gern sechs Öle vorstellen, mit denen man sehr gut gerüstet ist für den Alltag, für diverseste Herausforderungen, die sich einem stellen. Also es gibt Öle, die sind eher beruhigend in dem Set. Es gibt aber auch Öle, die stimmungsaufhellend sind, motivierend. Also ihr werdet sehen, das sind einfach super Helferlein für jeden Tag. Und es gibt drei Öle, die eher so auf der beruhigenden Schiene sich bewegen und drei Öle, die eher so motivierend und stimmungsaufhellend sind. Und mit diesen dreien möchte ich auch gleich losstarten. Das erste Öl, das ich euch vorstellen möchte, ist das Chia. Chia bedeutet ja auf Deutsch Freude und ich finde, das sagt eh schon sehr viel über das Öl aus. Es ist ein Öl, das stimmungsaufhellend ist, das einem helfen kann, wenn man sich ein bisschen down fühlt, wenn man unentspannt ist, wenn man einfach ein bisschen Aufmunterung braucht. Es riecht auch sehr, sehr gut. Also ich verwende es auch oft einfach nur als Parfum, weil es einfach vom Geruch her mir sehr zusagt. Es enthält verschiedene Öle, einerseits die Wildorange, andererseits aber auch eher so Gewürzöle, also zum Beispiel Sternanis oder Gewürznelke, aber auch, ist auch ein bisschen Vanille drinnen. Und dementsprechend ist es eine sehr gute Mischung, finde ich, dass es einfach ein bisschen spicy riecht, aber trotzdem durch die Wildorange und durch die Vanille ein bisschen süßlich. Genau, das ist einmal das erste Öl, das Chia. Und vom Chia habe ich auch jetzt noch vor mir stehen den Chia Roll-On. Das ist ein Touch Roll-On. Das heißt, ein Touch Roll-On bedeutet immer, dass die Roll-Ons schon mit fraktioniertem Kokosöl vermischt sind. Das heißt, sie sind einfach schon ideal zum Auftragen und man kann sie ganz einfach zum Beispiel jetzt wie den Chia Roll-On hinter die Ohren rollen oder auf die Handgelenke verreiben, daran schnuppern. Das heißt, die sind einfach praktisch für die Handtasche zum Beispiel zum Mitnehmen. Die Fläschchen wiederum sind natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man die Öle in den Diffusor geben will. Da möchte ich euch nur dazu sagen, dass sie sehr, sehr intensiv riechen, finde ich. Das heißt, meistens gebe ich davon ein bisschen weniger hinein in den Diffusor als von anderen Ölen, so ein bis zwei Tropfen. Oft mische ich es auch mit anderen Ölen dann gemeinsam, wenn man jetzt sagt, man möchte es ein bisschen mehr einen Zitrusduft noch dabei haben bei dem Chia, dann könnte man zum Beispiel noch eine Limette dazugeben oder Grapefruit oder natürlich Zitrone. Und da sind natürlich die Flascherl dann super, damit man einfach sie im Diffusor auch verwenden kann. Genau. So, das zweite Öl, das eher so für die gute Stimmung auch ist, ist das Motivate. Wie der Name schon sagt, geht es da jetzt um die Motivation. Es geht darum, dass man zum Beispiel was weiterbringt, dass man eine Arbeit erledigt, dass man sich in der Früh aufrafft, dass man in die Gänge kommt und es ist auch ermutigend. Das heißt, wenn es jetzt irgendwas gibt, wo ihr ein bisschen Bammel habt davor oder wenn ihr Kinder habt und die können sich nicht aufraffen, die Hausübung zu machen oder sie wollen irgendeine neue Fertigkeit lernen, sie wollen gerne ein neues Hobby anfangen und trauen sich nicht so recht, dann kann man das Motivate sehr gut verwenden. Ich nehme das auch gerne einfach, wenn ich Blogartikel schreiben möchte, wenn ich irgendwelche Homepage-Sachen zu erledigen habe, dann nehme ich gerne das Motivate her mit der grünen Mandarine, also mit Green Mandarin. Das ist so meine Power-Mischung, einfach um in die Gänge zu kommen. Und ja, ihr könnt es natürlich auch wie beim Chia das Öl auftragen mit fraktioniertem Kokosöl verdünnt. Entweder bestellt ihr eben die Roll-Ons oder ihr macht euch eure Roll-Ons selber. Wenn ihr euch die Roll-Ons selber mischt, dann auch bei den Roll-Ons, so wie beim Diffusor, könnt ihr von diesen Ölen einfach relativ wenig hineingeben, finde ich. Also auf einen 10 ml Roll-On würde ich vielleicht so 10 Tropfen von dem Motivate geben und dann mal dran schnuppern und schauen, ob euch der Duft schon zusagt. Ja, was ist jetzt drinnen im Motivate eigentlich? Also Motivate enthält auch Zitrusöle natürlich, aber auch Minzöle. Und zwar, ich habe auch einen Schummelzettel. Unter anderem enthält Pfefferminze, Clementine, Basilikum, Melisse, Rosmarin und auch die Vanille wieder, sodass es ein bisschen süßlicher wird und macht sich sehr gut im Diffusor, finde ich. Und dann haben wir noch ein Öl, das super ist, um in die Gänge zu kommen, nämlich das Passion. Passion, die Leidenschaft. Ja? Also wenn ihr euch jetzt sagt, okay, ich möchte irgendwas erledigen, ich möchte gerne in die Gänge kommen und ihr braucht da wieder einen Schubs, dann ist das Passion eine super Sache. Es bringt so auch Leidenschaft im Alltag, wenn man
irgendwas anpacken will, aber oder soll, aber einem eben die Leidenschaft dazu ein bisschen fehlt, dann kann man das Passion gut verwenden. Passion riecht eher so ein bisschen orientalisch, also eher ein bisschen schwerer vielleicht vom Geruch her. Es hat drinnen unter anderem Kardamom, Zimt, Ingwer, aber auch Jasmin riecht natürlich super, mit, auch wieder mit Vanille drinnen. Und hat auch schon ein bisschen fraktioniertes Kokosöl drinnen in der Mischung, weil es halt eher ein bisschen heißere Öle sind. Ja, Passion natürlich, aber wie der Name schon sagt, könnt ihr nicht nur im Alltag verwenden, sondern auch im Schlafzimmer zum Beispiel, weil es einfach auch Öle sind, die so für die Leidenschaft im Schlafzimmer auch stehen. Ja, gerade der Zimt ist ja ein sehr aphrodisierendes Öl, Jasmin auch ein sehr weibliches Öl, die Vanille ein bisschen süßlich, also ja, für eine Massage oder so könntest du das dann ruhig hernehmen, das Öl. Auch wieder mit Trägeröl natürlich verwenden. Genau, und dann kommen wir schon zu unseren drei beruhigenderen Ölen. Das erste, das ich euch vorstellen möchte, ist das Forgive. Forgive, wie der Name schon sagt, wieder ist die Vergebung. Das heißt, es geht für mich bei dem Forgive darum, dass man anderen was vergeben will, vielleicht, wenn man sich gekränkt hat, wenn man irgendwie mit etwas hadert, kann man das Forgive sehr gut verwenden. Oder auch, wenn man sich selber irgendwas vergeben möchte. Kann ja auch der Fall sein. Und da ist das Forgive einfach super, um das einzusetzen, um einem da ein bisschen zu helfen. Ihr könnt es zum Beispiel wieder im Diffuser verwenden. Da kombiniere ich es ganz gern mit mit irgendeiner Zitrusnote, einfach damit es ein bisschen Leichtigkeit bekommt. Es ist nämlich ein bisschen ein waldigeres Öl, würde ich jetzt mal sagen. Es hat Fichte drinnen, es hat aber auch Bergamotte drinnen, Wacholderbeere, dann Arborvitae, Thymian. Also ihr seht schon, es ist eher ein bisschen ein waldiges Aroma, aber auch frisch, weil es auch Zitronella drinnen hat. Und unterstützt einen dabei, eben ein Gefühl von Zufriedenheit zu erlangen, von Geduld. Erleichterung wird unterstützt, aber man kann sich eben auch helfen, wenn man irgendwelche, weiß ich nicht, Schuldgefühle verspürt oder wenn man sich eben sich oder anderen etwas vergeben möchte. Dann ist das Forgive eine gute Sache. Und das zweite Öl, das in eine ähnliche Richtung geht, finde ich, ist das Consol. Consol ist jetzt so die tröstende Mischung. Finde ich ganz, ganz gut vom Geruch her, ist eher ein beruhigender Geruch wieder. Kombiniere ich auch gern mit Orange zum Beispiel oder mit Limette. Und ja, kann man jetzt hernehmen, immer wenn man Trost braucht. Also wenn es wieder darum geht, okay, irgendeine Situation hat mich mitgenommen. Es geht um einen Verlust, es geht vielleicht um eine Trennung oder um sonstige Verlustsituationen, dann ist das Consol, die tröstende Mischung, einfach eine tolle Unterstützung. Manchmal, wenn man sich nicht sicher ist, in welche Richtung das geht, gibt es jetzt um Vergebung oder geht es jetzt um Trost, den man braucht? Kombiniere ich die beiden auch ganz gern. Also dann habe ich manchmal beide Roll-ons in Verwendung oder je nachdem, eines im Diffusor, eines auf den Handgelenken. Man kann sich da wirklich sehr gut helfen. Wenn es auch ja, zum Beispiel um irgendwelche Verlustsituationen geht, um ein geliebtes Haustier oder um einen geliebten Menschen, dann kann man das einfach gut verwenden. Consol enthält unter anderem Weihrauch, es ist auch Ylang-Ylang drinnen, das heißt, ein bisschen blumig ist es schon. Es hat auch Sandelholz drinnen, die Rose, die ja auch oft in der Sterbebegleitung eingesetzt wird. Also ja, es unterstützt einen, dass man ein Gefühl von Hoffnung verspürt und eben ein tröstliches Gefühl. Und jetzt sind wir schon beim letzten Öl angelangt, das Peace-Öl, der Friede. Ist auch ein Öl, das einem oft gelegen kommt. Es hat wirklich eher so beruhigende Öle drinnen. Es hat Lavendel drinnen, Vetiver, das ist ja ein Gras aus Hawaii, das ganz beruhigend wirkt. Es enthält Weihrauch, Majoran, Muscatella, Salbei. Also wirklich Öle, die einfach einen runterholen. Und davon einen Tropfen im Diffusor, wieder mit einem Zitrusöl, ist einfach eine sehr, sehr angenehme Sache. Auch abends, wenn vielleicht ein bisschen Streit in der Luft liegt. Oder wenn man weiß, okay, man fährt auf eine Familienfeier, wo es vielleicht ein bisschen Herausforderungen gibt, oder es gibt eine Besprechung, wo man Unterstützung braucht, einen Termin, wo man weiß, okay, das Gespräch könnte vielleicht herausfordernd werden, kann ich euch nur das Peace sehr, sehr empfehlen. Peace ist auch ein Öl, wo mein Mann, der Thomas, einen eigenen Roll-on davon hat, der nur ihm gehört. Ich sage immer, ich erzähle immer, wenn ich einkaufen fahren will am Samstag nach Pandorf zum Beispiel, dann
bekommt er einen Peace-Roll-On drauf. Oder vor Familienfeiern. Ja, nein. Scherz beiseite, es ist nicht so ganz ein Scherz, aber ja. Ja, Peace ist wirklich eine tolle Sache, kann ich euch nur empfehlen. Und ja, das waren eigentlich schon alle 6 Öle, die ich euch vorstellen wollte. Was es noch gibt, ist sehr, sehr praktisch. Es gibt auch so ein Rad, wo alle Öle abgebildet sind. Da könnt ihr euch dann auch ein bisschen helfen und nachschauen, okay, ich fühle mich entmutigt, ich fühle mich, weiß ich nicht, bekümmert, wo bewege ich mich da, bei welchen Ölen. Vielleicht ist man manchmal ein bisschen überfordert mit den eigenen Gefühlen. Oder wenn man Teenager zu Hause hat oder irgendwie Kinder, die ein bisschen hadern auch mit der Pubertät, dann kann man sich da auch sehr gut helfen, kann man ihnen das Radl hinlegen und sagen, okay, wo bewegst du dich, welches Öl passt vielleicht für dich. Ich stelle euch den Link zu diesem Zettel in die Beschreibung, dann könnt ihr den auch natürlich runterladen und auch super verwenden mit dem Set gemeinsam. Genau, ah, und bevor ich vergesse, es gibt das Set auch als Einsteigerset. Das heißt, wenn ihr gerne ein Kundenkonto anlegen wollt bei doTERRA und ein Set bestellen möchtet, dann könnt ihr dieses 6er-Set mit den Ölen auch mit einem Diffuser bestellen. Der ist sehr, sehr schön und mit der Holzoptik unten und man kann auch verschiedene Farben einstellen und man kann ihn auf 2, 5 oder 10 Stunden einstellen. Ist wirklich eine tolle Sache. Den könnt ihr dann bestellen und das gilt natürlich auch für bestehende Kunden. Dieses Set kann jeder einfach nachbestellen, wie er möchte. Das ist mir jetzt noch eingefallen, genau. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hat mich gefreut, dass wir uns wieder gesehen haben bei einem Video und bis zum nächsten Mal.